Der Best Level Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein bestes Lebenslevel. Entdecke in dir, was möglich ist. Mein Name ist Jürgen Zwickel und in diesem Podcast findest du Inspiration, Motivation, Tipps und viele Impulse für dein bestes Lebenslevel. Schön, dass du heute mit dabei bist. In der 25. Ausgabe des Best Level Talks geht es heute um das Thema Selbstliebe. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden beschämt, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass weder die Zeit reif, noch der Mensch dazu bereit war, auch wenn ich selbst dieser Mensch war. Heute weiß ich, das nennt man Selbstachtung. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles, was geschieht, richtig ist. Von da konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstachtung. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude bereitet, was ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man einfach sein. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nunmehr in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Vollkommenheit. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Diese inspirierenden und sehr nachdenklichen Zeilen stammen von Charlie Chaplin. Charlie Chaplin hat diese Worte zu seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 aufgeschrieben. Es ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, wieder mal über das Thema Selbstliebe nachzudenken
und wie wir selbst mit uns am besten umgehen können. Denn nur wenn wir selbst mit uns gut und immer besser umgehen, haben wir die Chance, nach und nach auf unser bestes Lebenslevel zu kommen. Und genau das wünsche ich dir von Herzen. Und denke immer bei allem, was du magst, daran, entdecke in dir, was möglich ist. Vielen Dank, dass du heute beim Podcast Dein bestes Lebenslevel mit dabei warst. Als Ergänzung komm doch rüber auf meine Seite www.jürgenswickel.com/bestes-lebenslevel und sichere dir das kostenlose E-Book Dein bestes Lebenslevel, 10 wirkungsvolle Impulse, die dir helfen, dein bestes Lebenslevel zu erreichen. Wenn du Lust hast, dein Leben wirklich auf dein bestes Lebenslevel zu bringen, dann unterstütze ich dich auch sehr gerne dabei. Du findest dazu alles Wissenswerte und alle Möglichkeiten unter www.jürgenswickel.com/bestes-lebenslevel. Wenn du also dein bestes Lebenslevel wirklich erreichen willst, geh einfach auf meine Seite www.jürgenswickel.com/bestes-lebenslevel. Und zu guter Letzt, denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Dein bestes Lebenslevel. Ciao und bis bald, dein Jürgen.